Hey Leute, herzlich willkommen zu meinem Neuzugänge-Video. Es wird ein sehr langes Video der gesammelten Werke der letzten Wochen. Ich habe ja einiges geshoppt. Ich war in einem Bücher-Outlet, das ist immer so ein Untergang. Das sollte man selten machen, wenn überhaupt. Ich habe es getan und ich habe sehr viel eingekauft und ja, das möchte ich euch alles hier in diesem Video vorstellen. Und am Ende kommen dann noch ein paar Bastelsachen, die ich jetzt noch mit der Post bekommen habe. Und ja, das möchte ich euch alles noch zeigen. Fangen wir an mit den Büchern, die ich mir in diesem Bücher-Outlet gekauft habe. Und zwar habe ich mir da gekauft von Annette Hoberg Alles, was bleibt. Hier geht es um Gesine und Leo. Sie waren ein Paar und auf einmal stehen sie vor den Scherben ihrer Ehe. Und anhand von 17 Fotos zieht Gesine Bilanz über ihre Ehe. Und zwar er hat es dann halt in Rückblenden erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt vor diesem Scherbenhaufen stehen. Und es hat mich sehr angesprochen. Ich habe die erste Seite reingelesen und ich fand, das fängt schon richtig gut an. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sie es am Ende dann schaffen, anhand von diesen Rückblenden vielleicht wieder zu ihrem Ursprungs-Ehezustand zurückzukommen oder ob sie dann doch die Ehe als gescheitert abzeichnen danach. Ich mag ja solche Geschichten sehr gerne und ja. Mal schauen, was mir diese Geschichte zu bieten hat. Dann habe ich mir tatsächlich endlich mal, ich bin um dieses Buch da rumschlawenzelt schon ganz, ganz lange, und zwar von Jonathan Safran Foer, Extrem laut und unglaublich nah, gekauft. Dieses Buch hat mich immer so ein bisschen aufgrund der Dicke etwas abgeschreckt, und zwar hat es, mal schauen, 436 Seiten. An sich ist das keine große Seitenanzahl, aber die Schrift ist mega klein. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt erkennt. Also die Schrift ist wirklich, wirklich, wirklich klein. Aber ich habe dieses Buch jetzt für 1,99 € bekommen und ja, ich will es unbedingt mal lesen. Es geht ja um einen Jungen, dessen Vater bei einem World Trade Center gestorben ist und ich habe bisher über diese Geschichte wirklich nur Gutes gehört. Es wurde ja auch schon verfilmt und die Verfilmung soll auch richtig, richtig gut sein. Und The Falling Alice schwärmt ja so von diesem Autor. Und ja, ich dachte, ich versuche jetzt doch mal endlich dieses Buch. Mal schauen, wann ich es lesen werde. Mein Vorhaben ist es dann doch mal im Januar durchzulesen. Ja, mal schauen. Dann habe ich von Susanna Tamaro, Geh, wohin dein Herz dich trägt, aus dem Diogenes Verlag. Hier steht hinten, drei Generationen von Frauen in unserem Jahrhundert ziehen von dem inneren Auge des Lesers vorbei, während er das Vermächtnis einer alten Frau für ihre Enkelin liest. Ein Brieftagebuch voller Güte, Weisheit und Liebe, mit dem Susanna Tamaro das Herz des Lesers erobert. Es klingt sehr, sehr schön und ich habe hier einfach mittendrin mal irgendwo reingelesen und da waren schon 4 Zitate, die ich mir hätte anmerken müssen. Und deswegen habe ich mir das mitgenommen, weil ich denke, dieses Buch wird einem sehr, sehr viel geben. Eine ältere Frau, die für ihre Enkelin aufschreibt, Anekdoten und Wissen, was sie in ihrem Leben gesammelt hat, das klingt sehr, sehr poetisch oder auch sehr, sehr wissenswert und deswegen hat mich das Buch angesprochen, deswegen habe ich es mitgenommen. Dann habe ich von Elizabeth Scott Love You, Hate You, Miss You. Ja, das steht schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Hier geht es um Julia und sie fragt sich, warum sie noch da ist, wenn Amy, ihre Freundin, in dem Unfall gestorben ist. Also sie gibt sie sozusagen so ein bisschen die Schuld und kämpft mit ihren schlechten Gewissen und plötzlich passiert etwas, das alles in Frage stellt, was in dieser Unglücksnacht passiert ist und sie will herausfinden, was wirklich geschehen ist und es hört sich mega spannend an.
Ich habe von Elisabeth Scott schon mehrmals gehört, dass sie eine sehr, sehr gute Schreibweise hat. Es ist eine sehr große Schrift mit nicht mal 300 Seiten und ich glaube, das hat man sehr, sehr schnell durchgelesen und ich bin sehr gespannt, ob mir die Schreibweise von Elisabeth Scott gefällt. Klingt auf jeden Fall sehr interessant, die Geschichte. Dann habe ich von Jan McEwan Liebeswahn mitgenommen. Geht es wieder um eine Ehe, die am Scheitelpunkt steht. Und zwar stürzt eines Tages ein Ballon in deren Garten ab. Der Mann versucht zu helfen und statt zu helfen, ist er der Grund dafür, warum es zu einem Todesfall kommt. Und dadurch bricht so ein bisschen diese Ehe auseinander. Es führt zu Streitereien, zu Vorwürfen und zu aufgerollten Sachen, die in dieser Ehe feststecken. Und ich bin sehr gespannt, wie das sein wird. Es klang sehr gut. Ich glaube, Sarah Janina hat es auch vor kurzem in die Kamera gehalten. Daher kenne ich es. Und dann, als ich es da gesehen habe und mir auch mal reingelesen habe und es mich sehr, sehr angesprochen hat, habe ich mir das dann mitgenommen. Ja, so Bilder einer Ehe, das finde ich immer sehr interessant zu lesen. Und bin gespannt. Von Jan McEwan habe ich, glaube ich, bisher nur Abbitte gelesen und ja, mal schauen. Dann habe ich mir ein Buch geholt, das sehr untypisch für mich ist, und zwar von Helmut Karasek. Karasek, soll das ein Witz sein? Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Mit einem Vorwort von Dr. Eckhart von Hirschhausen. Ich habe die Live-Sendung dazu gesehen, allerdings nur ein. Weiß nicht, 20 Minuten oder sowas, weil das ziemlich spät war, die Wiederholung, und ich bin dann eingepennt. Allerdings hat mir das, was ich davon gesehen habe, sehr, sehr gut gefallen. Und hier habe ich das praktisch nochmal in Buchform. Hier sind Witze erzählt, die teilweise einfach unter der Gürtellinie sind, gehen, beleidigend sind oder sogar sehr, sehr tiefgründig sind und diese werden hier analysiert, ob das noch ein Witz ist, ob das schon eher ins Beleidigende geht, ob das schon halt zum Beispiel Rassismus ist und so weiter. Also die Witze werden hier geschrieben und dann halt eben analysiert. Und ich fand das mal sehr interessant, das mal aus so einer Sichtweise zu sehen. Das Buch ist scheinbar sehr stark gebraucht und es hat mich 2 € gekostet und ich dachte so für zwischendurch, um mal so ein bisschen vielleicht zu schmunzeln oder halt eben auch, um sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen, ist es mal eine gute Lektüre und deswegen habe ich das mir mitgenommen. Das hat 380 Seiten und ja, ich denke nicht, dass ich es in einem Stück lesen werde, sondern halt immer wieder mal was reinlesen werde. Das ist so eins ist, das einen so ein bisschen länger begleitet. Dann habe ich mir ein Hörbuch mitgenommen. Ich bin wieder richtig auf den Geschmack von Hörbüchern gekommen. Ich höre Hörbücher immer, wenn ich mein Bookjournal mache und wenn ich die Kinder in den Kindergarten fahre oder wenn ich halt irgendwo hinfahre alleine, dann höre ich immer Hörbücher im Auto. Und da habe ich mir mitgenommen, gelesen von Nina Huss, Der Ball von Irene Nemirovsky. Hier geht es um einen Aufstand von einem Mädchen, Antoinette, in den 20er Jahren. Und zwar darf sie nicht an dem Pariser Gesellschaftsball teilnehmen und wird aufmüpfig. Und zu der Zeit dürften Frauen ja nur Ja und Amen sagen und nicht aufmüpfig werden. Und das wird, glaube ich, eine sehr interessante Geschichte über das Thema starke Frauen in den 20ern. Und ich glaube, dass. Ich hoffe, dass es mir gefallen wird. Ich habe keine Ahnung, wer es für eine Stimme Nina Hoss hat, aber es hat nur 2 € gekostet. Und ja, ich denke, ich gucke mir mal rein, ich höre mal rein und wenn es mir halt nicht gefällt, dann sortiere ich es halt aus. Aber vielleicht ist es ja eine richtig, richtig gute Geschichte und eine angenehme Stimme und es ist eine ungekürzte Lesung. Von daher habe ich mir das mal mitgenommen. Dann habe ich mir ein Krimi gekauft, der schon sehr lange auf meiner Wunschliste steht und ich immer überlegt habe, soll ich den kaufen, soll ich nicht, wird das gut sein, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich es mir aber doch gekauft und zwar Spurlos im Schnee von Cordula Hamann. Ich habe von der Autorin noch nichts gelesen, aber diese Geschichte hier klingt sehr, sehr gut. Und zwar geht es um ein kleines verschneites Dörfchen.
das vom Schnee so eingeschlossen ist, dass wirklich keine Wege mehr nach draußen führen und plötzlich passiert ein Mord. Und sie wissen ganz genau, dass es einer von den Leuten sein muss, die unter ihnen sind, denn keiner kommt rein oder raus in dieses Dorf wegen dem Schneesturm. Und jetzt ist sozusagen praktisch jeder verdächtigt, der da in diesem Dorf ist. Und ich finde, das klingt so, so gut. Es ist ja auch offenbar in Kapitel mit Uhrzeit sogar eingeteilt, also dass man wirklich sich vorstellen kann, wie lange geht diese Ermittlung. Und ja, hat mich, glaube ich, 2,80 Euro oder so gekostet und ich bin sehr, sehr gespannt, weil es hört sich mega spannend an, wenn man weiß, der Mörder ist unter euch und muss einer von denen sein, da verdächtigst du ja jeden Nachbarn und ja. Und da sind auch dann die menschlichen Abgründe nicht weit entfernt. Und ja, ich hat mich sehr angesprochen. Dann habe ich mir von George Orwell 1984 gekauft. Ich möchte unbedingt dieses Buch nochmal lesen. Ich wollte das eigentlich beim Buchclub von Lady of the Books und Philosophie und All About Alice mitlesen, als sie das letzten Monat gelesen haben, aber beziehungsweise vorletzten Monat. Aber da bin ich irgendwie nicht dazu gekommen und ich hatte da absolut keine Zeit, das zu lesen und konnte da nicht mitmachen. Aber ich will es unbedingt noch lesen und deswegen habe ich es mir jetzt für 2 € irgendwas gekauft und ja, und dann kann ich es erst lesen, wenn mir gerade danach ist. Ich kann mir auch da Zeit lassen, wenn es jetzt nicht das ist, was ich auch am Stück verschlingen möchte. Dann werde ich das halt irgendwie so zur Seite legen und so. Deswegen wollte ich auch keine Bibliotheksausgabe, weil die muss man ja dann eine Weile zurückgeben, sondern ich will mir halt die Zeit lassen. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Da muss man, glaube ich, nicht mehr zu dem Buch sagen, zu dem totalitären Staat. Und ja. Ich bin sehr gespannt, wann und wie ich das Buch, wann ich es anfange und wie ich es finden werde. So. Dann habe ich mir auch gebraucht dort von Samantha Young, The Real Thing, den ersten Teil der neuen Reihe bestellt. Der erste Teil heißt Länger als eine Nacht und hier hat, Sonne, Strand und Romantik, willkommen in Hartwell. Nirgendwo sonst auf der Welt möchte Cooper Lawson seine Bar wissen, in der man seit Jahrzehnten leidet, liebt und lebt. Er selbst hat dagegen der Liebe abgeschworen, bis eines Tages die selbstbewusste sexy Ärztin Jessica Hunting durch seine Bartür stolpert und frischen Wind in sein Leben bringt. Auch sie flieht vor ihrer Vergangenheit und gegenseitig können sie sich Halt und Liebe geben. Sie müssen es nur erst begreifen. Susi von Susi Del Mar hat es schon gelesen und fand es richtig gut. Und ich habe noch nie was von Samantha Young gelesen, aber ich habe nur Gutes über die Autorin gehört. Und ja, ich dachte, ich versuche es mal damit, denn die Geschichte spricht mich auch wirklich an. Also, das finde ich sehr, sehr interessant hier, was hier hinten dran steht. Und ja, über 500 Seiten, 520 Seiten. Halleluja. Aber ich hoffe, dass es mir sehr gefällt, dass es so eine richtig schöne, angenehme Liebesgeschichte ist, die man einfach so mal weglesen kann. Und ja, deswegen habe ich es mir geholt. Und dann habe ich mir auch noch Deadline gekauft von René Knight. Hier geht es um eine Frau, bei der irgendwie vor 20 Jahren etwas geschehen ist. Und plötzlich hält sie ein Buch in den Händen, ein Roman, in dem praktisch ihre Geschichte und das, was damals geschehen ist, eins zu eins wiedergegeben wird. Und sie dachte, dass halt niemand davon weiß. Und plötzlich steht sie halt jetzt in der Bredouille, dass sie jetzt in Gefahr ist, weil es irgendjemanden gibt, der über ihre Vergangenheit Bescheid weiß. Ich finde, es klingt mega gut. Erstens weiß man nicht, was halt in der Vergangenheit passiert ist. Das finde ich schon sehr interessant. Und zweitens finde ich dann interessant,
woher weiß die Person davon, wer ist es und wie geht halt die Geschichte weiter. Das Buch ist wunderschön aufgemacht, es hat so ein wie so Fester Verlag Bücher, dieses kratzige Cover. Und die Buchstaben sind so richtig in den Sand reingedrückt, also die sind nach innen gedrückt, sodass man wirklich das Gefühl hat, man hat im Sand geschrieben. Finde ich mega coole Aufmachung, ich finde es aber auch eine mega schöne Story, hat mich auch 2 Euro gekostet und ja, ich bin sehr gespannt, was mir die Geschichte liefert. Ich habe es damals schon auf der Wunschliste gehabt, als es erschienen ist. Aber es war mir immer zu teuer, weil mir andere Bücher einfach wichtiger waren. Und jetzt für 2 Euro habe ich gedacht, jo, nimmst du mit. Kann nicht schaden. Und dann habe ich mir noch ein Weihnachtsbuch gekauft, das ich aber nicht jetzt auf dieses Jahr auf meine Want-to-Read-Liste setze. Nur in Eventualitäten, wenn alle anderen Bücher durch habe und noch einen Monat übrig ist. Denn es war einfach mega günstig da, aber ich habe eigentlich schon meine Weihnachtsliste voll. Trotzdem habe ich es mir gekauft, weil ich das einfach irgendwie ansprechend fand. Und zwar der Weihnachtstausch von Fiona Harper. Hier geht es irgendwie um Schwestern, die zum Weihnachten die Plätze tauschen. Die eine reist irgendwie aus ihrem Alltag in die Karibik. Und die andere muss gemütliche Weihnachten mit Nichten und Neffen verbringen und mit dem netten Nachbarn Will. Das erinnert mich so ein bisschen an den Weihnachtsfilm mit Cameron Diaz und Kate Winslet. Wie heißt denn der Film? Ich weiß es nicht, ich blende es euch irgendwo ein. Auf jeden Fall geht es da auch darum, dass die halt, aber es sind 2 unbekannte Frauen, die ihre Plätze tauschen und verlieben sich dann halt in dieser Region, in der sie dann halt die Zeit verbringen. Und ich finde es, ich fand den Film mega cool und ich finde, die Geschichte klingt super interessant. Und wie gesagt, ich habe eventuell dann fürs nächste Jahr zu Weihnachten. Ja, ich weiß, es ist doof, jetzt schon Weihnachtsbücher fürs nächste Jahr zu kaufen, aber wie, ja. Es war halt da sehr günstig zu haben. Ich weiß gar nicht mehr, was es gekostet hat. Ich glaube, irgendwie 2,30 Euro oder so. Und deswegen habe ich es mir jetzt schon gekauft. Ist nagelneu, wie toll. Und auf jeden Fall kommt es auf meine eventuell dieses Jahr, ansonsten nächstes Jahr Liste. Ja, das waren die Bücher, die ich mir beim Bücher-Outlet gekauft habe. Aber das war ja noch nicht alles. Ich habe dann nämlich, weil ich schon im Kaufrausch war, war ich dann natürlich nochmal einkaufen im Thalia und im Rofo Kinderland. Und ja, da gibt es auch Bücher tatsächlich. Ich werde es euch zeigen und ich war sehr begeistert. Und deswegen zeige ich euch die Bücher jetzt gleich auch noch. Und zwar habe ich mir gekauft von B.R. Paris Saving Grace. Das ist jetzt ganz neu erschienen, Bis dein Tod uns scheidet. Ein Psychothriller. Und allein schon dieser Psychothriller-Aufdruck ist schon meins. Denn ich liebe Psychothriller. Hier geht's, ich lese euch mal hinten den Klappentext vor. Grace und Jack Angel sind das perfekte Paar. Die 33-jährige Grace ist warmherzig, liebevoll, bildhübsch. Jack sieht gut aus, ist charmant und kämpft als renommierter Anwalt für die Rechte misshandelter Frauen. Aber sollte man Perfektion jemals trauen? Warum zum Beispiel kann Grace auf Dinnerpartys zu viel essen und nimmt doch niemals zu? Und warum umgibt ein hoher Zaun das wunderschöne Haus der beiden? Doch wenn man Grace danach fragen möchte, stellt man fest, dass sie nie alleine ist, denn Jack ist immer, wirklich immer an ihrer Seite. Ja. Klingt nach einer Misshandlungsgeschichte oder irgendwie Unterdrückungsgeschichte der Frau. Lustig, dass er Anwalt für Rechte für misshandelte Frauen ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, worum es da geht. Niemand glaubt dir, niemand hilft dir und du gehörst ihm. Ja, klingt mega spannend und ich muss es unbedingt lesen und ich muss das unbedingt haben und das ist genau meins. Dann habe ich mir gekauft Die Chroniken der Seelenwächter, Verborgene Mächte 1 von Nicole Böhm. Das ist der erste Band.
Also, es gibt insgesamt 18 E-Books. Alle Bücher sind halt als E-Books erschienen und jetzt werden sie nach und nach als Buch aufgelegt. Und zwar sind in jedem Buch 3 E-Bücher enthalten, 3 E-Books enthalten und es gibt schon mittlerweile 3 Hardcover-Ausgaben. Das heißt, 9 E-Books sind schon draußen und die anderen werden dann halt noch folgen. Und ich habe mir jetzt halt den ersten Teil geholt. Hier geht's um Vermächtnis aus tiefster Vergangenheit, stürzt das Leben von Jess ins Chaos. Als ein magisches Ritual anders endet als erwartet, wird sie nicht nur mit dem gefährlichen Schattendämon konfrontiert, auch diese geheime Loge der Seelenwächter greift in ihr Leben ein. Also es ist eine Fantasy-Geschichte und ich habe bisher wirklich sehr, sehr, sehr viel Gutes darüber gehört und deswegen habe ich gedacht, das ist auch was für mich. Die Aufmachung finde ich sehr schön. Auf dem Buchrücken sind halt immer die Personen, die auf dem Cover drauf sind. Ja, die Geschichte ist wie gesagt schon sehr lang. Ich weiß auch gar nicht, ob die mit den 18 E-Books abgeschlossen ist oder ob da noch was folgt. Auf jeden Fall werden die halt jetzt nach und nach als Buch aufgelegt. Und ich bin jemand, der zwar gerne E-Books liest, aber ich brauche halt irgendwie auch mal ein Buch wieder in der Hand. Und ich bin, wenn ich die Möglichkeit habe zwischen E-Book oder Buch, dann nehme ich doch lieber immer das Buch. Und ich bin sehr gespannt, worum es da genau geht und was mir dieses Buch so geben wird. Dann habe ich mir endlich, nach einem Anfixen von Alice Brooks das Unkrautland geholt. Band 1 auf der Spuren der Nebelfee von Stefan Seitz. Sie hat so, so sehr von dieser Reihe geschwärmt, dass es so toll sein soll für ein Kinderbuch und ja, ich bin sehr gespannt. Primus lebt in einem Turm am Rande des Finsterwaldes. Er kann sich, wann er will, in eine Fledermaus verwandeln. Als er auf die Hexe Plim trifft, macht er sich mit ihr auf die Suche nach einer geheimnisvollen Mondsichel, die übernatürliche Kräfte verspricht. Und ehe er sich versieht, steckt Primus mitten in einem gefährlichen Abenteuer. Klingt lustig. Es ist ein Jugendbuch, beziehungsweise sogar ein Kinderbuch. Hat 317 Seiten und ich habe es jetzt als Taschenbuch mir gekauft, weil das einfach günstiger war. Das Buch ist auf 10. Aber sie hat so, so sehr davon geschwärmt, dass ich doch mal reingucken wollte. Und ja, deswegen habe ich es mir als Taschenbuch gekauft. So, dann habe ich von der Autorin von 17 Briefe oder Der Tag, an dem ich verschwinden wollte, Caroline Kolbe, habe ich mir ein Buch gekauft, School's Out, jetzt fängt das Leben richtig an. Jetzt fängt das Leben an, so rum. Hier geht es um 4 Freundinnen, die jetzt alle Prüfungen hinter sich haben, die Schule ist aus und sie beschließen, jeder für sich reist in einen anderen Ort und erleben ein Jahr lang was ganz Besonderes. Und ein Jahr lang halten sie auch über einen Blog Kontakt miteinander und versprechen sich nach diesem Jahr, sich bei einer der Freundinnen, bei Lotte im Garten zu treffen und ihre ganzes Jahr Revue passieren zu lassen und zu reden darüber, wie es weitergehen soll in ihrem Leben. Das Buch ist auch aus diesen 4 Perspektiven geschrieben, also jedes Kapitel schreibt eine andere Person. Und ich bin sehr gespannt, weil ich die Schreibweise von der Autorin richtig, richtig gut fand. Mir hat die sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin sehr gespannt, wie mir diese Geschichte gefallen wird und ob mir noch weitere von ihr zusagen werden oder nicht. Ich habe noch ein weiteres auf der Wunschliste draufgepackt und will erstmal aber mein Glück mit diesem hier versuchen. Und dann war ich bei Rofo Kinderland und da gab es tatsächlich Bücher für 1 Euro. Und dann habe ich mir mitgenommen von Carter Roy Ronan Strongheart. Ja, schweres Wort. Die Kämpfer des Feuersiegels, den ersten Teil. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus X-Men und James Bond. Und ich erhoffe mir so ein bisschen, das ist so eine Schreibweise, halt so ein bisschen wie Percy Jackson. Das hat mir sehr gut gefallen. Es hat 1 Euro gekostet, es ist eine mega große Schrift und ich meine, das ist halt super schnell weggelesen.
Wenn es mir halt nicht gefällt, finde ich 1 Euro jetzt nicht so schlimm, wie wenn ich dafür mehr Geld ausgegeben hätte. Aber ich mag ab und zu mal ganz gerne, dass ich mal so etwas leichtere Bücher lese und dann so eine Art Kinderbuch ab 12 ist dann halt perfekt dafür. Und dann habe ich noch mal eins gefunden, das stand vor Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Dann habe ich es wieder aussortiert, dann habe ich wieder reingemacht. Jetzt vor kurzem habe ich es wieder aussortiert. Aber als ich es dafür 1 Euro gesehen habe, habe ich es mir trotzdem mitgenommen. Und zwar Verwünscht und zugenäht von Mandy Hubbard. Hier geht es um Kyla. Und Kyla ist verliebt in Ben und an ihrem 16. Geburtstag wünscht sie sich kein Liebeskummer mehr und dass alle Wünsche, die sie früher hatte, wahr werden. Ja, sie wünscht sich, dass alles, was sie sich früher gewünscht hat, wahr wird. Und dummerweise hat sie sich früher halt gewünscht, dass Ben, in den sie verliebt ist, sie küsst und der ist aber leider vergeben. Und plötzlich steht auch ein Junge namens Ken mit einem rosa Pony vor ihrer Haustür und sie ahnt Böses, dass ihre Wünsche vielleicht doch in Erfüllung gehen, was nicht ganz so gut ist, weil sie sich auch nicht genau erinnern kann, was sie sich alles gewünscht hat. Ja, klingt nach einem lustigen, gute Laune Buch und für 1 Euro habe ich gedacht, nehme ich es jetzt doch mal mit und mal schauen, was es mir so bietet. Dann habe ich noch 3 Mangas mir gekauft und noch was für den Book Journal. Das will ich euch jetzt auch nochmal zeigen, aber so ein bisschen im Schnelldurchlauf, weil es hauptsächlich Folgebände sind. Und zwar habe ich mir Teil 5 von Miyako auf den Schwingen der Zeit gekauft. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Das ist ja im Moment wirklich meine Lieblingsgeschichte, weil es eine sehr ernste Geschichte ist und trotzdem sehr, sehr süß verpackt ist. Und ich bin da sehr, 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 sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich kann es kaum erwarten, es weiterzulesen. Dann habe ich auch noch den dritten Teil von Home Sweet Home, die 5. Stunde des Krieges. Da bin ich auch ebenfalls sehr gespannt, wie es weitergeht mit den Mädels und Jungs, die halt da immer wieder in den Krieg ziehen müssen. Ich hatte ja schon eine Rezension mal dazu gemacht zu der Reihe und einen Tipp zu der Reihe. Und ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Ich finde, es wird immer irgendwie dünner von Band zu Band, was ich irgendwie sehr traurig finde. Aber naja. Und dann habe ich mir, das ist der erste Band von The Legend of Zelda Twilight Princess in Manga-Format. Ich liebe ja Zelda. Zelda ist absoluter Traum. Und immer wenn dann halt neue Mangas rauskommen, dann hole ich mir die. Und das ist jetzt Twilight Princess. Ich finde die Aufmachung wunderschön. Also das Cover ist ja wohl der Hammer. Es gibt auch jetzt von allen anderen Bänden, die es schon gibt, eine Perfect Edition für 14 Euro, in der die Hälfte des Mangas in bunt ist und die andere Hälfte in schwarz-weiß. Da ist jetzt der erste Teil erschienen. Also für alle, die es interessiert, ich habe mir jetzt den ersten Teil nicht gekauft, weil ich glaube, das ist Oracle of Age. Und den habe ich nie gespielt und deswegen verbinde ich da nicht mit. Ich kaufe mir nur die Mangas, von denen ich auch etwas verbinde. Und ja, aber der erste Teil in der Perfect Edition ist jetzt gerade erschienen, also guckt es euch an, wenn es euch interessiert. So, und dann habe ich mir noch ein Clear Stamp gekauft. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt so erkennt. Und zwar so eine Katze. Ich hoffe, man erkennt es irgendwie und das Spiegel nicht so sehr. Ich habe kein Display, ich sehe nicht, was ihr seht. Ansonsten würde ich es nochmal fotografieren und einblenden. Und zwar ist es so eine schlafende Katze und ich finde die so mega süß. Und ich musste das haben. Es gibt auch noch einen Schmetterling, der sieht ja wunderschön aus. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das noch bestellt. Und dann, oh, das finde ich so mega süß, habe ich mir 2 Stickerbögen bestellt. Auch mein Book Journal für jetzt für den Herbst und ich finde die so süß. Da gibt es halt wirklich alle Tiere in diesem Format, in diesem Babyformat. Es gibt Hasen und es gibt Erdhörnchen und es gibt Vögel und Papageien und Elefanten und Tiger und Löwen und wirklich alles gibt es halt in diesem Babyformat. Alles von diesem Bambinella. Man kann offenbar direkt auf www.bambinella.de bestellen. Ich habe es jetzt über das Amazon bestellt. Aber wie gesagt, man kann es auch über die Homepage direkt. Und dann fand ich es noch so süß. Da hat sie mir noch so reingelegt, eine kleine Bügelfigur.
hat sie mir auch noch mit reingelegt, die kann man irgendwo aufbügeln. Wahrscheinlich dann irgendwo bei den Kindern. Ja, das kann man dann halt aufbügeln. Das hat sie mir dann auch kostenlos irgendwie dazugelegt. Finde ich sehr, sehr süß. Das ist ja das Zeichen von der Bambinella. Und ja. Aber es steht halt keine Werbung drauf. Also es ist einfach nur ein Rehkitz. Finde ich sehr süß, ja. Das war mein XXXL Neuzugängehaul. Ich zähle mal gerade noch die Bücher durch. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 18 Bücher und 3 Mangas. Ich glaube, ich muss in letzter Zeit, kürzer treten. Aber, ja. Wie gesagt, ich liebe meinen Sub und das Einzige, was mich stört, ist, wenn es halt dann aus den Bücherregalen überragt. Und deswegen muss ich jetzt in der nächsten Zeit so ein bisschen kürzer treten, damit ich meine Bücherregale im Griff habe. Aber nichtsdestotrotz, wenn im Dezember ein paar Neuzugänge wieder kommen, dann werde ich Ende Dezember nochmal ein Video machen. Ich hoffe ja, dass ich auch ein paar zu Weihnachten geschenkt bekomme. Und ja, kurz nach Weihnachten habe ich dann auch schon bald Geburtstag und dann freue ich mich, dass ich dann auch vielleicht nochmal Bücher bekomme und dann gibt es dann auch demnächst dann wieder ein Neuzugänge-Video. Und ja, das war's von mir. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Und lest was Schönes, kauft was Schönes und schreibt mir was Schönes. Bis dann, macht's gut.